Heute nähe ich mit euch Platzdeckchen und zwar sind es die einfachsten Platzdeckchen. Es ist nur einlagig. Ihr könnt Baumwollstoff nehmen, Leinenstoff, auch diese beschichtete Baumwolle oder Wachsstoffe. Und lustig ist, ihr könnt ja auch mal diese Stanzer von den Kindern nehmen. Da könnt ihr auch schöne Muster reinsetzen. Auch eine gute Idee. Wir möchten heute keine 3D-Optik, sondern eine Raute. Das soll auch flach am Boden liegen. Und alle Seiten von der Raute sind hier gleich lang. Wir haben hier 13,5, 13,5, 13,5 und wie soll das denn das sein? Die letzte Seite auch 13,5. Ich habe jetzt hier die Motherboards genommen. 16 cm haben die bei mir in der Breite, in der Höhe 22 cm. Macht einfach in der Mitte einen Strich, misst 8 cm rüber, 8 cm hier rüber. Oben dann 11 cm. Auch nochmal 11 cm, dann verbindet alles und dann schneidet ihr es aus. Wir zeichnen das an auf der Rückseite. Dieser Trickmarker verschwindet ja auch wieder, weil die Rückseite sieht man eh nicht. Und dann gibt es so eine Zickzackschere. Und die Zickzackschere, viele meinen immer, das ist nur Muster, aber das stimmt nicht. Eine Zickzackschere hat einen gewaltigen Vorteil und zwar franzt da nichts aus. Das heißt, wenn ihr einen Leinenstoff oder einen Baumwollstoff habt, schneidet es mit Zickzack aus und dann brauchen wir noch nur eine Lage. Um Platz einzusparen, legt ihr es am besten immer so seitlich und immer gerade. Dann könnt ihr nämlich, habt ihr nicht so viel Verschnitt, das lege ich genauso wieder an. Und dann am besten an einer glatten Seite hier wieder. Und diesen Trickmarker, das ist gar nicht so schlecht. Ich schneide so ein bisschen nebendran und den könnt ihr nämlich nehmen, um zu nähen. Auch nicht schlecht als Markierung. Ihr habt euch jetzt 5 Stück zugeschnitten, egal in welcher Farbe. Und jetzt einfach mal aneinander und schauen, wie es passt. Falls ihr einen Motivstoff habt, bitte noch darauf Acht geben, wie rum der liegt. Ob jetzt das Füchschen am Kopf steht oder ob das Füchschen jetzt hat, zu einem schaut, dann müsst ihr dann mal schauen. Falls ihr so einen Sternstoff habt, ist das egal. Ihr könntet jetzt es auch nehmen und um 180 Grad drehen. Das ist egal. Es sind nur 5 Layers und nicht 6, wie jetzt bei diesem 3D-Stern. Und dadurch, dass die Seiten hier gleich sind, ist das egal. Also probiert es ruhig mal aus. Das könnt ihr drehen und wenden, wie ihr möchtet. Da macht ihr gar nichts falsch. Also hier habe ich es jetzt auch nochmal richtig gedreht, dass das Köpfchen auch mich anschaut und nicht auf dem Kopf steht. Da könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen, falls ihr die falsche Seite annäht, weil es gibt hier keine falsche Seite. Jetzt nehmt ihr euch einfach irgendeins. Klappt es übereinander, klappt es übereinander. Einmal umschlagen, die schönen Seiten sind innen und dann nähen wir erst einmal 2 Stück hier zusammen und hier auf der anderen Seite auch. Ich würde das immer auch mit Stecknadel markieren und nur die Seite, die ihr näht, die markiert ihr mit Stecknadeln oder mit so Klammern. Dann müsst ihr nämlich gerade überlegen, wenn ihr zur Nähmaschine hinkommt und näht einfach nur jetzt die Reihe entlang. Ihr verriegelt vorne und hinten und wenn ihr noch so eine kleine Linie von eurem Trickmarker habt, dann könnt ihr die nochmal als Hilfslinie nehmen. Auch gar nicht so verkehrt. Das geht ratzifatzi, das klappt ihr auf. Dann legt es nochmal einmal schön hin und dann habt ihr nur noch ein Part anzunähen, weil es sind ja nur 5 Teile und nicht 6 Teile. Mal schauen, wie es passt. Jetzt einmal umklappen, rechts auf rechts. Dann wird das wieder angenäht. Bis zur Mitte durch, dann wieder verriegeln. Jetzt habt ihr 2 Parts. Und wichtig, jetzt werden wir nur eine Seite annähen. Nur bis zur Mitte. Nur diese eine Seite näht ihr jetzt an. Ihr verriegelt wieder vorne und hinten. Dann näht ihr einmal bis zur Mitte. Und verriegelt wieder.
schneidet ihr es ab. Und jetzt nehmt ihr das Stück, was jetzt noch nicht angenäht ist, und die Ecken verbinden sich jetzt hier. Das befestigt ihr jetzt mit einer Klammer und mittig auch. Und dann nähen wir hier noch einmal runter. Also ihr könnt es nicht in einem Stück nähen, sondern näht es über zwei Stücke. Oder ihr klammert es halt vorher fest und näht es runter, aber so funktioniert es auch. Jetzt dürft ihr das schöne Stück schon bügeln. Hinten könnt ihr auch nochmal alles ganz genau gerade auch auseinanderbügeln. Es kommt darauf an, ich weiß nicht, ob jemand jetzt auf die Rückseite schaut, dann habt ihr es halt schön gebügelt. Wenn ihr das möchtet, durch das, dass wir alle Seiten mit dieser Zickzackschere geschnitten haben, franzt da auch nichts aus. Das heißt, ja, ich habe jetzt einfach da losgebügelt und es ist trotzdem schön glatt geworden. Das ist auch ein schönes Mitbringsel. Das könnt ihr auch größer machen. Jetzt habt ihr das ja gesehen mit den Rauten. Druckt euch welche vom Internet aus oder macht euch selber welche. Und dann macht schon schöne Platzdeckchen. Sind total hübsch, franzen nicht aus. Und falls ihr sowas nicht habt, so eine Zickzackschere, dann könnt ihr es ja auch aus Leder machen oder vielleicht beschichteten Baumwollstoff, der franzt nicht aus. Die Zickzackschere, die finde ich, die gehört eigentlich in jeden guten Nähhaushalt. Ich bin fertig jetzt und ich habe ja auch angekündigt, dass wir jetzt die Verlosung machen. Das ist immer schön vor der vorigen Weihnachtszeit. Ich habe mir auch noch auf die Schnelle so ein Makarotäschchen genäht. Der Stoff ist ja bei der nächsten Verlosung dabei. Da könnt ihr noch mitmachen. Das läuft, glaube ich, noch bis 22. glaube ich. Und da habe ich mir die Nummern alle aufgeschrieben von den Kommentaren. Da wird dieser Glitzerlederstoff verlost. Und zwar zweimal. Und ich lege euch noch Pfeifenreiniger Silber dazu und noch so Sterne. Das könnt ihr ankleben. Das habe ich bei meinem Engel auch gemacht. Und die anderen zwei Stoffe, da gibt es auch nochmal eine Verlosung. Aber jetzt machen wir mal die erste. Das seid ihr bestimmt schon gespannt, wer da gewonnen hat. Jetzt schauen wir mal. Die erste Gewinnerin ist die Nummer 9. Die darf sich gerne bei mir melden über E-Mail oder über die Kommentare. Schickt gleich die Adresse mit. Und die zweite, die gewonnen hat, ich glaube, es waren nur Mädels, die mitgemacht haben, ist die Nummer 11. Also Nummer 9 und Nummer 11, bitte melden über die Kommentare oder bitte über die E-Mail-Adresse. Die findet ihr unter meiner Kanalinfo. Dann bekommt ihr das zugeschickt. Ihr seht ja hier auch schon schöne Stoffe. Einen schönen Vintage-Baumwollstoff und einen Stoff mit Fuchsen. Der wird bei der nächsten Paketverlosung ist der mit dabei und auch noch zusätzliche Sachen, dass ein bisschen ein Überraschungseffekt kommt. Ihr könnt unter den Kommentaren teilnehmen und heute mal ein bisschen was anderes, und zwar ein Ratespiel. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt schon so viele Abonnenten habe und habe mir gedacht, warum machen wir nicht einfach mal so ein Ratespiel, wann ich 500 Abonnenten erreicht habe. Also überlegt euch einfach ein Datum, wann könnte es sein, dass ich 500 Abonnenten habe. Schreibt das Datum in die Kommentare und der dann das richtige Datum hat, sollten es 2, 3 sein, die gleich tippen, dann bekommt jeder ein Paket. Ja, mal schauen. Das, glaube ich, wird eine ganz lustige Sache. Ich bin selber da sehr gespannt. Manchmal habe ich 5 neue Abonnenten, manchmal 2, manchmal 20. Also es kann ganz schnell gehen oder auch langsam. Ich bin dankbar um jeden und freue mich über jeden Kommentar. Und ich glaube, das ist wirklich ein schöner Stoff. Da könnt ihr tolle Sachen machen. Also Datum reinschreiben in die Kommentare und dann schicke ich euch was Tolles zu. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!